So, ganz kurzes kleines Update. Wie ihr seht, habe ich hier ein bisschen, ich habe das Brett ein bisschen nach vorne gepackt und es ein bisschen anders gemacht. Deshalb ist da die Frachtseite noch nicht mehr. Dafür habe ich jetzt hier aber so eine Art kleinen See. Und jetzt kommen wir zu, auch was ich sagen wollte. Ist ganz kurz runter. Nämlich hat Boku ein kleines Update bekommen. Ihr könnt es vielleicht schon sehen, aber ich habe ihm vorne 6 Räder gegeben. Und wie ich das gemacht habe, das ist eigentlich von dem Minis Halloween Person. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr die aufmacht, Leocam Video, also Leocam Video, ein englischer YouTuber, hat dazu ein Video gemacht. Und ja, das war richtig cool. Und jetzt hat Boku vorne 6 Räder, anstatt nur 4. Weil mein Boku jetzt ein bisschen, sag mal, mehr wie eine TV-Serie aus. Und das habe ich auch bei Henry gemacht. Bei Henry passt das Grüne gerade im Moment mehr. Aber ja, habe ich da vorne einfach angeklebt und jetzt können wir mal ausprobieren, ob er noch gut rollt. Weil ich habe das, ich fürchte mich, dass er nicht mehr so gut rollt dann. Ja, gucken wir mal. Doch, das passt noch. Aber manchmal stehen die Vorderräder aber manchmal. Ach, muss ich aufpassen, ne? Und dann mache ich das einfach wieder ab. So, ich habe das noch vor mit James. Mit Gordon. Gordon nehme ich einmal hier vorne und einmal hier hinten, damit er die korrekten Räder hat. Manche machen ja auch das erste Rad oder die ersten beiden Räder ab. Aber ich weiß nicht wirklich, wie man das machen soll. Also ja. Dann, was wollte ich noch sagen? Naja, da hinten. Ist auch noch was, aber das ist erstmal so meine Quelle für das da. Und ja, wenn ihr ein Behind the Scenes sehen wollt und keine Spoiler haben wollt, dann würdet ihr jetzt lieber abschalten, denn ja. Oder hört einfach hin, wie ihr es wollt. Das ist Donald. Ja, ich habe nicht wirklich Donald oder Douglas. Ja, ich hatte zwei extra James. Und da habe ich mir gedacht, brauche ich im Moment überhaupt nicht. Und ja, ist ein 2013er James-Gesicht. Das kann ich auch euch beweisen, weil ich habe zwei. Ja, das ist der. Ich habe James genommen, weil ich von denen zwei hatte. Und ich von denen eh nicht so viel brauchte. Ja, eigentlich ja, ich brauchte die beiden James nicht mehr. Also habe ich Donald und Douglas ausgemacht. Und ich finde, sind wir. Okay. Donald. Douglas ist auch noch irgendwo, aber. Ja. Donald. Dann tut man es eigentlich noch nicht, weil er noch in Arbeit ist. Aber ja. Das sollte nur ein kleines Update sein. Behind the scenes. Ich will, glaube ich, noch eine Custom-Folge kommen. Weil so viele Custom. Nee, warte. Warte. Ich habe noch zwei. Oder habe ich noch mehr? Nee, Hawaii habe ich schon gemacht, Boko habe ich schon gemacht, Rebecca habe ich schon gemacht und Bill und Ben habe ich auch schon gemacht. Ich müsste, glaube ich, alle durch. Die ich bisher gemacht habe, mit Donald und Douglas. Werde ich irgendwann machen. Nach der Dorf. Stimmt. Drei fehlen noch. Ich guck mal ganz kurz in meiner Kiste nach. Vielleicht sind da noch ein paar Customs, aber ich würde nicht. Nein. Nee. Also drei Customs werden noch auf euch warten, wenn ich noch einen finde.
dann mehr. Und drei Customs warten noch. Und ich weiß schon, wer die sind. Ich kann euch, ich will ja nicht so viel verraten, aber ich kann euch sagen, wann diese Charaktere rausgekommen sind. Und dann könnte man es vielleicht schon wissen. Der erste Charakter, Staffel 2. Der nächste Charakter, Staffel 3. Und der letzte Charakter kam in einem Special vor, nämlich das große Rennen. Und nee, ich muss eigentlich nichts mehr so viel sagen. Doch, ich kann auch sagen, ist ein Schlepptender-Lock. Sonst sage ich nichts mehr. So. Und das war's mit diesem kleinen Behind-the-Scenes-Update. Bis dahin. Ciao.